wo ich dann halt aufgelegt habe, so ist mir dann irgendwie so irgendwie bewusst geworden, so, boah, du bist gerade erst mal 18, du bist blind und wie erklärst du das deiner Mutter? Ich bin Pauline, ich bin 20 Jahre alt, ich bin blind und ich bin Mutter. Ich bekomme das richtig gut hin, finde ich. Doof ist, dass wir halt auf meinen Mann warten müssten, um auf den Spielplatz zu gehen, weil ich nicht mit ihr alleine gehen kann. Wenn Menschen sehen, dass ich halt blind bin und dann halt eine Tochter noch habe, dann gucken die sehr schockiert. Dazu kommt ja nochmal, dass sie nicht nur blind ist, sondern auch eine junge Mutter ist. Ich kann 8 Stunden alleine mit ihr zu Hause sein, wenn mein Mann arbeiten ist. Und ich brauche nicht Hilfe. Ich sehe halt nichts und bin halt in dem Sinne voll eingeschränkt. Aber ich weiß nicht, ich passe ja dann doppelt und dreifach mehr auf mein Kind. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie das nicht zum ersten Mal macht, weil sie das irgendwie so im Griff hat. Also da habe ich meinen größten Respekt vor. Ich kann halt die Gefahren draußen nicht so wirklich einschätzen. Deswegen gehe ich dann am liebsten mit jemandem nach draußen, der sehen kann. Wir waren auf dem Geburtstag von meiner Cousine und da haben wir eine Nachtwanderung gemacht. Da war ich 11 und da habe ich irgendwie gemerkt, dass ich halt nachts extrem schlecht sehen kann, obwohl Lichter sind, obwohl ich eine Taschenlampe hatte. Dann hatten wir einen Termin bei der Augenärztin und sie sagte wohl, sie sieht da was nicht in Ordnung ist, aber sie kann halt nicht sagen, was das ist. Und dann sind wir halt zum diesen spezielleren Kinderarzt gefahren. Der hat mir meine Gehirnströmungen gemessen und dann wurde ich weitergeschickt in speziellere Augenkliniken. Und dann wurde dann festgestellt, dass ich halt diese Retinitis pigmentosa habe. Mit 11, 12 Jahren weiß man noch nicht, was das heißt. Da denkt man sich, ach, das wird schon und das nimmt man halt nicht so ernst. Und man versteht dann nicht, wieso dann halt die Eltern sich die größten Sorgen machen, sitzen und weinen. Ich habe ein kleines Hilfsmittel. Damit weiß ich, dass gleich mein Glas voll ist. Meine Mutter ist wie so eine beste Freundin für mich. Also ich berede alles mit ihr. Die war immer mit dabei. Ja, es waren sehr viele schlaflose Nächte. Durch die Krankheit haben wir auch viel gelernt, haben auch viel Mut bekommen, sind auch irgendwo selbstbewusster geworden. Und man kann das so oder so nicht ändern. Und ändern kann man da sowieso nicht. Also meine Mutter bedeutet mir schon sehr viel. I was wrong. Für meine Mutter bin ich halt extrem dankbar, weil sie immer mit dabei war, dass sie halt immer mich unterstützt hat und mir mal Halt gegeben hat. Bei mir war es dann so, wirklich Monat zu Monat war es dann immer schlechter. Ich fand es damals in der Schule extrem doof, dass halt viel auf mich geachtet worden ist. Weil es wurde halt immer alles angepasst, immer mit der Sitzordnung. Da hieß es immer so, ja, Pauline muss nach vorne. Und ich durfte nie so selber entscheiden. Ich habe das richtig gehasst. Viele meiner Freunde, die mit mir das mitgemacht haben, sind halt immer noch geblieben. Aber es waren einige, die sich dann halt dagegen entschieden haben. Ja, da habe ich mir einfach die Frage gestellt, wer will mich denn mit einer Sehbehinderung noch haben? Wer will überhaupt mit mir befreundet sein? Vor ein paar Jahren war sie, glaube ich, mal an einem ganz anderen Punkt, wo sie so wirklich Kleinigkeiten belastet haben, was Leute gesagt haben, wie Lehrer zu ihr sind, das weiß ich auch noch. Da war sie wirklich nicht glücklich eine Zeit lang. Und ich bin froh, dass sie das irgendwie überwunden hat. An Anastasia bin ich echt dankbar, dass die viel mit mir macht. In dem Sinne halt immer
viel unterwegs auch ist und auch immer vorschlägt, okay, lass das machen und nicht so hinterfragt, oh, wird das so anstrengend. . 2017 habe ich dann meinen Freund kennengelernt. Den habe ich dann halt von Anfang an erzählt, dass ich halt eine Sehbehinderung habe. Er muss halt immer für zwei Menschen gucken. Ich glaube, das ist halt der Unterschied. Und jetzt mittlerweile sind wir 7 Jahre fast zusammen. Im Jahr 2020 bin ich dann halt in April dann erblindet von der einen Woche auf die andere. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, wo der Punkt dann kam, wo ich verstanden habe, dass ich nichts sehe, weil mein Gehirn das nicht so mitgemacht hat. Mein Gehirn denkt ja trotzdem, ich sehe was. Und dann habe ich sofort einen Platz bekommen auf dem Berufskolleg, da extra für blinde und sehbehinderte Menschen, weil das eine etwas weitere Strecke ist von mir zu Hause, musste ich halt da auch im Internat leben. Dann habe ich das erste Jahr erstmal die Blindentechnik gelernt, wie ich mit dem PC umgehe, mit der Sprachausgabe auf mein Handy oder die Blindenschrift gelernt. So haben wir den Concealer. Den Concealer erkenne ich an der Form, weil er einfach so länglich und rund ist. Also ich weiß, wie das Produkt verdeckt, um dann halt zu wissen, dass ich so und so viel mal drüber gehen muss. Ist jetzt meine Wimpernzange ganz am Auge, dann gucke ich mit meinem anderen Finger, ob die durch sind. Und wenn es nicht weh tut, dann drücke ich. Und voilà, stehen die oben. 2022 sind ich und mein Mann aus dem Urlaub wieder zurückgefahren. Und da habe ich angefangen, mich stark zu übergeben. Und irgendwann dachte ich so, okay, vielleicht sollte ich doch einfach mal einen Test machen. Den Schwangerschaftstest konnte ich halt so nicht alleine machen. Ja, und dann habe ich ihn mit FaceTime angerufen, habe den Test halt gemacht und haben wir dann halt zusammen auf das Ergebnis gewartet. Und er hat dann mir das Ergebnis dann halt vorgelesen, wo der dann meinte, ja, da sind zwei Striche. Wo ich dann halt aufgelegt habe, so ist mir dann irgendwie so irgendwie bewusst geworden, so, boah, du bist gerade erst mal 18, du bist blind. Und wie erklärst du das deiner Mutter? Die zweite Sorge war dann halt, wie werde ich das machen und ob ich das überhaupt kann, wenn ich nichts sehe. Die Schwangerschaft für mich als blinde Person war sehr schön, weil ich mein Kind früher gespürt habe als andere Eltern oder Mütter, die schwanger sind. Und natürlich war es halt nicht immer einfach. Ich bin ja dran gewöhnt, überall so lang zu laufen, wie mein Körper halt ist. Aber wenn dann halt so diese Veränderung kommt, oh, mein Bauch wird immer größer und immer größer, musste ich halt auch immer darauf achten, dass ich halt mit meinem Bauch halt nirgendwo gegenstoße. Bei jedem Arztbesuch, den ich dann hatte wegen der Schwangerschaft, hieß das immer so, ja, willst du nicht lieber das Jugendamt mit einschalten? Willst du nicht eine Familienhilfe dir besorgen? Habe ich dann so gedacht, so, ist das wirklich so anstrengend? Wie werde ich das wirklich nicht schaffen? Meine Mutter, die hat selber noch mal ein Kind bekommen. Dann war es halt für mich irgendwie praktischer, sag ich mal. Ich habe alles an meiner kleinen Schwester gelernt. Ich habe einfach alles mitgemacht und so hat halt meine Mutter halt auch mich oder mir immer beigebracht und meinte dann so, ja, komm mal her, guck mal so und so. So sieht halt die Haut aus, wenn die wund ist, fühl mal drüber. Und dann habe ich so intensiver darüber nachgedacht und dann dachte ich so, irgendwie funktioniert doch alles. Und ich werde das dann halt auch schaffen, weil wieso soll ich es nicht bei meinem eigenen Kind nicht schaffen? Meine Tochter ist dann dem 30.03.2023 auf der Welt gekommen. Ich kann nicht sehen, wie die die U-Untersuchungen machen und irgendwie ich weiß nicht, ich will sie halt einfach sehen. Ich will sehen, wie die Hebammen oder Ärzte sie tragen. Ich will sie halt nicht aus den Augen halt in dem Sinne verlieren, aber es ging halt nicht.
wo sie mir dann auf die Brust gelegt worden ist. Das Erste, was ich auch gemacht habe bei ihr, ist, sie von Kopf bis Fuß einfach anzufassen. Hört sich irgendwie ganz komisch an, aber ich habe sie halt gespürt. Ich habe ihre einzelnen Fingerchen habe ich mir angefasst, ihre Nase, ihre Ohren, ihre Augen, ihre Lippen und ihr Bauch, ihre Beine und alles halt einfach, dass ich halt einfach weiß, wie mein Kind sich dann halt anfühlt. Und irgendwie habe ich mir dann irgendwie so ein Bild dann halt erstellt in meinem Kopf. Ich kann alleine mit ihr zu Hause sein und ich kann halt auch alles machen. Jetzt genieße ich das, solange sie noch nicht läuft. Und wenn sie zum Beispiel einschläft, lasse ich sie gerne auch mal länger auf mir liegen und kuschel dann, sage ich mal, auch so mit ihr.